Hallo zusammen, habt ihr schon von dieser besonderen Creme mal gehört? Und zwar von Peter Thomas Roth. Und zwar nennt sie sich Instant Firm Eye, Temporary Eye Tightener. Also, die ist ja viral, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt im Moment bei TikTok, wenn ich das Video drehe, schon seit Monaten. Aber auch davor, Jahre davor, habe ich das, ja, ich glaube, auf Instagram oder sogar auf YouTube gesehen. Was für eine Wahnsinnswirkung diese Creme hat. Also, sie strafft enorm. Na, also, man hat ja da Beispiele gesehen und das ist schon der Wahnsinn. Und ich dachte, ich probiere das mal aus. Ich habe die Creme, glaube ich, bei Amazon oder war es Douglas? Ich meine Amazon gekauft. Ich verlinke es auf jeden Fall. Und ja, steht hier Temporary Eye Tightener. Und ja, lasst euch überraschen, was ich davon halte. Ich zeige einfach, wie ich das auftrage. Und es gibt dann halt so ein paar Sachen, die man bedenken muss. Und ja, lasst euch überraschen. Es ist ja vorwiegend für um die Augen herum gedacht und soll also kleine Falten, große Falten einfach nur glätten, sagen wir mal. Also es sieht schon sehr krass aus, muss man sagen, auf dem Bild hier. Und dann steht hier quasi auf der, man klappt es so auf und dann hat man hier quasi Erklärung, wie man das macht. Es ist ja vorwiegend für die Augen gedacht, also um die Augen herum. Und es ist schon sehr krass auch, was man hier auf dem Bild sieht. Das ist schon auf jeden Fall heftig. Und hier auf dieser Seite ist auch was zu sehen, ist auch natürlich total interessant. Ja, und dann auf der einen Seite klappt man dann quasi hier die Beschreibung auf, was man so, wie man das machen soll. Und was ich nicht beachtet habe bis jetzt, ist, dass die Haut wirklich sehr sauber sein muss. Also ich hatte immer eine Creme oder sowas drauf, Foundation nicht, aber auf jeden Fall eine Creme und das soll man nicht haben. Also habe ich das jetzt abgemacht mit Gesichtswasser. Und dann soll man einfach eine ganz kleine Menge auf die Handfläche geben, einfach so eine, vielleicht etwas schütten, keine Ahnung, nee, braucht man glaube ich nicht, wie eine Erbse in etwa, so würde ich sagen, und dann einfach eine dünne Schicht auftragen, da wo man das haben möchte, anscheinend auch zwischen den Augenbrauen, das könnte man auch machen, wenn man hier die, keine Ahnung, wie nennt man die Falten hier? Aber dann dazwischen, nicht auf den Falten, sondern dazwischen anscheinend. Aber bei mir geht es halt hier drum. Also ich habe hier so eine Einkerbung, was mich stört. Und man sieht dann quasi hier eine Schwellung und hier geht es wieder los, sozusagen. Und das möchte ich im Grunde so ein bisschen mildern. Und ein bisschen, also ich habe es ja wie gesagt schon ausprobiert und ein bisschen hilft das tatsächlich. Aber jetzt nicht super krass bei mir, muss man sagen. Aber ich mache das einfach hier, dachte ich so, in der äußeren Ecke. Und bis jetzt habe ich tatsächlich auch viel mehr aufgetragen. Und dann habe ich so einen weißen Schleier bekommen, was unschön ist natürlich. Aber jetzt versuche ich weniger aufzutragen. Und so ein bisschen verblenden quasi, damit man da keine krasse Grenze sieht oder so. Ja, ich denke immer, mehr ist mehr, ne? Aber wahrscheinlich ist wenig mehr, gehe ich von aus. Aber spontan würde ich sagen, dass es tatsächlich, man merkt, dass es sich zusammenzieht. Eventuell ist das so ein bisschen ein brennendes Gefühl, aber es ist gar nicht so unangenehm. Also ich sehe das sofort, dass die Schwellung tatsächlich so ein bisschen zurückgeht, weil die ist auch bedingt durch schlaffe Haut eben, ne? Also ja, das ist schon cool. Mache ich die andere Seite auch. Und bis jetzt habe ich die Wirkung nicht wirklich so krass gesehen, aber ich denke, vielleicht hat es tatsächlich damit zu tun, dass ich eine Creme erstmal drauf hatte. Und das soll man dann wohl nicht. Jetzt bevor ich das auftrage, wenn man hier sieht man so ein bisschen, ne, die Schwellung. Und man soll 5 Minuten warten, aber ich finde, es ja, tritt ziemlich sofort so eine Wirkung ein. Wie gesagt, die Schwellung ist da, es ist klar, ne, ganz kann sie nicht weggehen.
aber bedingt durch schlaffe Haut einfach das, ja, es wird einfach so ein bisschen mehr innegehalten. Ach so, man darf auch kein Mimik machen, ne? Das steht auch. Aber jetzt habe ich ein bisschen gelacht und so weiter, ne? Ja, das bleibt nicht aus jetzt, auch wenn ich rede und so. Aber spontan würde ich schon sagen, dass es ein bisschen was bringt. Ich glaube, mehr auf der Seite. Das ist cool. Das ist richtig cool. Und dann, wie gesagt, so ein bisschen verblenden. Verwischen überall, ne, damit man nicht hier die krasse Grenze hat. Weil manchmal sieht man halt, wo man die Creme aufgetragen hat und wo nicht. Und gerade wenn man halt Make-up drüber auftragen möchte, ist das natürlich unschön. Ja, jetzt, also das ist krass. Das hatte ich bis jetzt wirklich nicht, ne, dass die Schwellung hier nicht mehr zu sehen ist. Wie gesagt, diese Einkerbung, die mich immer stört, da, das ist ja unglaublich. Also jetzt bin ich doch begeistert. Wie gesagt, es geht nicht um die Falten bei mir, sondern wirklich um diese, ja, dass ich halt so geschwollen bin unter den Augen. So, muss man gucken, 5 Minuten warten, auch auf der Seite. Aber spontan, wow. Also hier sieht man diese Einkerbung nicht mehr, also nicht auf jeden Fall nicht mehr so krass. Das ist ja wirklich, ich bin sprachlos. Hätte ich nicht gedacht, weil ich das eben wirklich ein paar Mal probiert habe und dachte, naja. So, dann mache ich, wenn ich sowieso dabei bin, einfach auch so auf den Wangen, habe ich tatsächlich jetzt auch mit Gesichtswasser die Creme weggetan. Mal gucken, ob es da einfach ein bisschen straffer wird. Ich meine, das ist auch sehr, ziemlich viel Haut, eine große Fläche. Das ist dann die Frage, ob es da überhaupt straffer werden kann. Die Creme ist auch relativ matt. Also ich rede immer vom Glow, ne? Hier ist null Glow. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem, ne? Aber irgendein Haken muss ja da sein, ne? Man kann ja, wie gesagt, sich nachher schminken, da kann man vielleicht ein bisschen Glow zurückbekommen, halt durch Highlighter und so weiter. Jetzt mache ich die andere Seite. Ja, also die Creme fühlt sich ja nicht wirklich super angenehm an. Ne? Das ist einfach etwas, was zieht und sich zusammenzieht. Und erstmal so ein brennendes Gefühl, so ein bisschen um die Augen herum, weil man da ja schon eine empfindliche Haut hat. Aber jetzt geht es eigentlich. Das war im ersten Moment halt. Ja, ich gucke hier das andere Auge. Ja, da ist die Schwellung nicht ganz weg. Also die Seite ist anscheinend schlimmer als die Seite. Aber die Seite, die ist wirklich, das ist krass. Und das ist einfach so ein bisschen ein weißer Schleier. Ne? Das habe ich jetzt auch tatsächlich. Aber das kann man dann mit einem feuchten Tuch dann wegwischen. Steht alles hier quasi beschrieben, ne? Wie man vorgehen soll. Ich gucke immer wieder die Seite hier. Ja, ist es auf jeden Fall besser geworden. Nicht ganz weg, aber wenn ich sowieso dabei bin, dann mache ich auch die Nasolabialfalte. Das habe ich, glaube ich, nee, das habe ich gar nicht gereinigt. Dann mache ich das, weil darauf kommt es anscheinend an. Es darf kein Fett sein anscheinend.
So, ein bisschen warten, aber man kann ja schon gucken hier auf der Wange, auf den Wangen. Schwer zu sagen, ob das was bringt. Aber die Augen, das ist echt krass. Das muss ich wirklich sagen. Also die Seite, wow. Ja, wie gesagt, es ist alles ein bisschen matter, aber es ist dann halt auch so matt, dass die Poren tatsächlich auch nicht mehr sichtbar sind. Das ist sehr mattierend und Poren verfeinernd. Also das hat ja auch was im Grunde, ne? Aber ich, wie gesagt, ich möchte ja eher Glow haben, ne? Aber dann würde ich sagen, schminke ich mich auch so ein bisschen und dann gucken wir weiter. Zusammenfassend kann ich nur sagen, also das ist sicherlich ein Versuch wert. Also jede Haut ist anders und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, das ist klar. Und dieses Beispiel, was viral gegangen ist, also da ist ja der Unterschied so krass. Und die Frau, wenn man das jetzt ganz indiskret sagen darf, hat ja wirklich hier unten wirklich große Schwellungen und das ist ja alles irgendwie zusammen, hat sich zusammengezogen und ist also wirklich ein Wahnsinnseffekt. Bei mir, ich habe ja quasi hier keine, hier bin ich nicht geschwollen, sondern ich habe einfach so hier eine Einkerbung und diese Einkerbung, ja, anscheinend kann sie irgendwie nicht ganz weggezaubert werden, ne? Aber so ein bisschen merkt man schon, dass alles ein bisschen straffer wird. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, dass es alles so ein bisschen, ja, straffer wird und frischer wird und einfach so ein bisschen geliftet wird. Ne? Man muss einfach hier aufpassen, auf dem Wangenbereich, da sieht man halt, ne, dass es so ein weißer Belag ist von der Creme. Und da muss man halt, wie gesagt, aufpassen. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass es so ein bisschen strafft so, ne? Also es ist schon sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Und toll, dass man sowas einfach ja, entwickelt, ne? Also ich bin im Grunde ja schon begeistert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen Wahnsinnseffekt hat bei mir, ne? Aber ich denke, das ist ja kein Photoshop, was da viral gegangen ist, sondern bei verschiedenen Bedürfnissen scheint es wirklich gut zu wirken. Es ist natürlich auch temporary, wie es hier steht. Es ist einfach nur für ein, ich weiß nicht für wie lange, für ein paar Stunden oder so, keine Ahnung. Aber das ist natürlich nichts Dauerhaftes, das muss man natürlich wissen. Und dann ist die Frage, ne, ab wann geht der Zauber wieder weg? Das ist so ein bisschen wie Aschenputtel halt, ne? Ne, um 12 Uhr muss man nach Hause, weil der Zauber weg ist ungefähr. Nein, Quatsch, ne? Aber ja, ne, aber eine spannende Sache, ganz, ganz klar. Also schreibt mir gerne, ob ihr die Creme schon kanntet und was ihr davon haltet und sagt ihr, ist es Quatsch oder, na, ich finde das im Grunde spannend, ne? Ganz interessant. Also von daher vielen Dank fürs Zuschauen, das war's für heute und abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und Glöckchen betätigen, schreibt mir was Nettes, das hilft diesem Kanal sehr und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss!